Diese Aufnahmen machten wir in der Elsterstraße. Es waren zu dieser Zeit noch alle Elsterbrücken gesperrt. In den Klinkerhallen begannen die Aufräumungsarbeiten sehr frühzeitig durch die Mitglieder des ansässigen Sportvereins. Die Feuerwehr war ständig im Einsatz zum Abpumpen vollgelaufener Keller. Unsere Elster zog sich langsam aber sicher in ihr altes Bett zurück und ermöglichte die zügigen Aufräumarbeiten. Die staatlichen Behörden waren schnell unterwegs vom Hochwasserschutz, um sich die Schäden anzusehen. Dann ist auch ein Auto stehen geblieben, siehst du? So, die standen hinten auf dem Hof, sollten oder wurden gerufen, um das Asylantenheim abzupumpen. Da wurde ihnen aber gesagt, die haben gar keinen Keller, die konnten also nicht abpumpen. Und wir haben sie hinten anderthalb Stunden gestanden. Die hätten uns gerne abgepumpt, sagte, dann sind wir wenigstens nützlich hier. Wir wollen ja helfen. So, und was war das Ende von Lied? Sie durften uns nicht helfen. Es gibt eine Prioritätenliste und da wurden sie nach anderthalb Stunden dann abgerufen und wurden woanders hingefahren. In den anderthalb Stunden hätten sie bequem den Keller leer gemacht. So, und heute früh nach dem letzten Anruf um 8, ich konnte mir auch noch nicht gesagt haben, wer nicht irgendwann mit meinem Haus dran bin. Hier sind Existenzen bedroht, sind Arbeitsplätze bedroht. Kinderheim SHHZ in der Elsterstraße war sehr schlimm vom Hochwasser betroffen. Hier einige Eindrücke. Die Erzieherinnen versuchten mit ihren einfachen Mitteln zu retten, was zu retten ist. Wir vereinbarten dann gemeinsam für einen Samstag eine größere Aktion. Die Holzregale ausbauen. Ja, die müssen wir heute noch rausnehmen. Die muss nachher noch. Das wäre schade, das wäre schön, wenn die. 10 Uhr laufen die Kinder, und zwar die Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden, und dann die erste Klasse, die zweite Klasse, und ab um 15 Uhr läuft die dritte und vierte Klasse und ab 16 Uhr die Erwachsene. Ja, wir haben Herrn Rosal bei uns vom Mikrofon, Vorsitzende des Fördervereins der Evangelischen Grundschule Zeitz e.V. Ja, Herr Rosal, wie sind Sie auf die Idee des Franziskanerlaufes gekommen? Das ist ganz einfach. Wir sind ja ein Verein, ein Geldsammelverein, und wir sammeln Geld für unsere Schule, für die evangelische Grundschule. Und als Geldsammelverein ist man immer für jede Idee und jede Anregung dankbar. Und vor 3 Jahren brachte die Frau Aller, die Schulleiterin, die Idee mit in die Schule: Lasst uns doch mal einen Franziskanerlauf machen, also einen Sponsorenlauf, und wir nennen den nach dem Ort, wo wir gerne hinwollen, nach dem Franziskanerkloster. Also haben wir gesagt, machen wir. Und der erste Lauf war total hinreißend. Für uns alle war alles komplett neu. Die Leute waren begeistert. Im letzten Jahr hat man schon so ein bisschen Müdigkeit festgestellt. Alle wussten, was kommt. Man muss Geld geben. Die einzelnen Eltern wussten, wie viel ihre Kinder laufen. Ne? Trotzdem war es ein hervorragendes Ergebnis, was das Ergebnis des Vorjahres übertraf. Und in diesem Jahr hatten wir ja geplant, am 31. unseren Lauf zu machen. Das Wetter war aber am Donnerstagabend immer noch schlecht, sehr schlecht, sodass wir entschieden haben, Telefonkonferenz mit vielen Leuten, wir sagen den Lauf ab. Im Ergebnis hatten wir dann am Donnerstagabend gesagt, wir sagen ab und verschieben den Lauf auf den kommenden Freitag. Keiner konnte ahnen, was in dieser Zeit alles passiert, wie viel Wasser von oben runterkommt, wo sich das sammeln wird und was hier in Zeitz passiert. Und am Dienstagabend hatten wir habe ich eine außerordentliche Vorstandssitzung einberufen, eine erweiterte
auf der wir dann beschlossen haben, dass wir alles Geld, was nach diesem Tag, also nach diesem Dienstag gezeichnet wird für unseren Sponsorenlauf, zu 100% den Opfern der Flutkatastrophe zugutekommt. Und wir möchten gerne das Geld dem Bürgermeister übergeben oder dem Stadtratsvorsitzenden, das ist erstmal egal. Wichtig ist für uns, dass das Geld den Kindern von Zeit zugutekommt, zwar den Kindern, die durch die Flutkatastrophe besonders betroffen sind. Ich denke, da gibt es mehrere Objekte, die da in Frage kommen und das kann man dann bestimmt im Detail noch klären. Aber da, zunächst erstmal für die Aktion Franziskanerlauf schönen Dank und natürlich auch für den Zusatz sozusagen für die Opfer, insbesondere Kinder aus der Flut bei der Elster. Es war uns ein Bedürfnis. Es war uns ein Bedürfnis, das zu machen. Unser dritter Franziskanerlauf beendet. Wir danken allen. Heute geht's los. Wir haben vereinbart, dem Kinderheim SHZ beim Aufräumen zu helfen. Die FDP-Ortsgruppe stellt ein paar Leute. Über Internet hat man geworben. Wir sind schon gespannt. Gabriele Müller von der Firma Jowatt Klebstoffe. Wir haben heute Besuch von unseren Kollegen aus Detmold, die sich das Ganze im Fernsehen angesehen haben, was hier in Zeitz los ist. Hochwasser und alles, was passiert ist an der Elster. Und wir sind hier in einem Kinderheim in Zeitz, die leider momentan ausquartiert wurden. Und wir das Ganze wieder sozusagen klar Schiff machen wollen, weil hier viel zu Bruch gegangen ist. Der Keller stand unter Wasser und hier sind viele fleißige Helfer, nicht nur von Jowatt, also auch Jowatt Elsteraue, sondern von Zeitz, die hier mit anpacken und das Gerümpel sozusagen in den Container werfen. Hier denkt man nicht, dass hier noch ein Unheil war. Naja, andere, das ist schon. Ach, hier war, guck mal. Ah. Ruhekräfte sind noch walten. Kann der Kopf die Haare nicht halten. Ja. Hammer?
ist in der ganzen Sache? Wieso geht's nicht weiter? Wir haben zurzeit kein Wasser und ohne Wasser lässt sich der Dreck hier nicht wegkehren. Okay. No. Das Wasser ist so abgestellt worden, oder? Nee, das ist ein Schlauch. Geht immer vom Wasser rein. Da brauchen wir eine Schlauchschelle da. Und das sind wir gerade bei Schadensbeheben. Gut, danke. Ja, einfach. Also, ja. Ja. Alles ist schön. Nehmen Sie die Kamera. Gut. Jetzt. Mal weg. Denn wir werden doch mit Maschinen rein wollen. Hä? Also wir sind aus Bochum, Bochum-Wattenscheid-Günnichfeld war die Spendenaktion. Von da hat sich das Ganze entwickelt über... Über Facebook halt haben wir uns kennengelernt und dann die Sachen halt gesammelt. Oh. Ja. Und ich bin gebürtige Zeitzerin und ich habe den Kontakt durch die Facebook-Gruppe nach Zeitz. Irgendwie haben wir uns dann kennengelernt. Und wir haben uns alle irgendwie über Facebook quasi kennengelernt. Ja. Und vor einer Woche. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Heute vor einer Woche. Ellen Palitz aus Bochum. Die Woche war ein Aufruf bei uns in der WAZ. Dann kamen wirklich aus dem Stadtteil Wattenscheid so viele Bürger, die gespendet haben. Und da die gesehen haben, dass ich aus dem Ort komme, dann haben die freiwillig so viel gegeben. Die wollten wissen, wie es da aussieht. Und dadurch, dass ich durch Facebook die Information hatte, konnte ich das natürlich eins zu eins weitergeben. Dass wir dann eigentlich mit einem LKW verschiedene Sammelpunkte, die auf der Strecke liegen, anfahren und dann die hier vor Ort halt abgeben. So. Und dann ist das halt... in so einem Ausmaß gewesen, wie man jetzt hier sieht, ja, und es ging dann nicht mehr. Wir haben dann zum Glück eine Lagerhalle gestellt bekommen, wo wir die Sachen untergebracht haben verschiedene Speditionen halt auch und wir sind dann halt, wie gesagt, mit 240 Tonnen hier angekommen. Also es ist Wahnsinn. Es sind jetzt sogar noch Nachfragen, wann fahrt ihr denn wieder hoch? Ja, und so sind dann halt die Kontakte einfach zwischen uns. Wir kennen uns erst alle seit frühestens Sonntag. Zwei kenne ich seit Samstag und das ist Wahnsinn. Man fährt mit fünf wildfremden Leuten quasi im Auto über 400 Kilometer. Es haben sich Freundschaften auch entwickelt und das ist also auch ganz toll, dass es halt so weit kommt, hätten wir nie gedacht. Wir sind hier in die Stadt reingefahren und wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht mehr sehen. Bis auf der Sperrmüll, der noch an den Straßen halt steht. Und also wir haben auch die T-Shirts gesponsert gekriegt. Das hat die Presse ja, angeleiert, der Stadtspiegel in Wattenscheid, T-Shirts kriegen und. Eure Teile findet ihr hier, seid ihr hier begegnet? Ja, ich denke mal, das ist allgemein noch so. Es ist also allgemein, überall. Denke ich, hier noch hier so in Ostdeutschland. Hier haben wir es jetzt halt nochmal ganz deutlich festgestellt. Also ich habe einen Post gesehen und da hat jemand geschrieben zum Beispiel, ich glaube, ich muss die Meinung über euch Wessis noch mal überdenken und eventuell auch ändern. Also es kam ganz oft. Arrogant, alle Arbeit und ja, genau. Allen geht's gut. Uns geht's so gut und... Ja, und die Wessis, die denken, die Ossis sind zu faul zum Arbeiten. Die meinen, es geht wie weiter wie noch vor der Wende. Wir haben auf dem einen LKW 22 Tonnen und auf dem anderen 23 Tonnen an Hilfsgütern gehabt. Für Mensch und Tier. Also die Summe, die finde ich schon top. Nicht mehr, die ist... Ja. Hallo. Also wir sind hier die Bienchengruppe. Wir haben uns gegründet aus der Facebook-Gruppe Unser Zeitz. Und wir haben schon vorab hier bei dem Hochwasser mitgeholfen, zum Beispiel bei der Feuerwehr mit Sandsäcke füllen und befahren und dann unter anderem auch den japanischen Garten wieder herzurichten und die Lager
im Allgemeinen zuletzt auch den Sandkasten, den großen, auf dem Spielplatz, dass die Kinder dann halt wieder ihre gewohnte Umgebung haben und wieder spielen können. Und jetzt hatte die Stadt angefragt, ob wir nochmal mithelfen könnten, die gesammelten Spenden aus Bochum und aus Detmold an die Leute zu bringen, weil die Hochwasseropfer mehr Geldspenden gebrauchen könnten als Sachspenden. Und da haben wir uns als Bienchengruppe bereit erklärt, ehrenamtlich hier mitzuhelfen. Und so haben wir schon die vorige Woche über hier mit Sachen sortiert. Es gibt von Kinderhemden bis zur Erwachsenenbluse alles Mögliche hier. Haushaltswaren, Möbel im ehemaligen Deichmann-Geschäft drüben. Also man kann wirklich vorbeikommen und sich Sachen raussuchen. Und für eine geringe Geldspende, zum Beispiel 50 Cent, kann man hier die Sachen schon billig erwerben. Und Hochwasseropfer der höchsten betroffenen Stufe bekommen die Sachen ja auch kostenlos. Und da müssen sie bloß halt ihren Personalausweis mitbringen. Da haben wir dazu eine Liste im Laden ausliegen und da gucken wir einfach bloß drauf und dann geht diese Sache ganz unbürokratisch vonstatten.